Hallo Jessica, danke, dass du hier mit mir im Video bei Freifarm bist. Hallo Sandro, das freut mich total, dass wir heute miteinander sprechen können. Und ja, schön, dass du das Video machst und dass du die Sache aufzeichnest. Du bist hier als Mutter von zwei Kindern und erlebst eigentlich dasselbe, was ich auch als Vater erlebe. Deshalb finde ich es toll, dass du hier im Video bist, dass wir sehen können, das ist nicht unbedingt eine Frauen gegen Männersache, die da am Familiengericht und Jugendamt geschieht, sondern ich denke, darüber würden wir uns auch noch unterhalten, dass es ganz andere Gründe hat als das Geschlecht, so wie es aussieht. Deshalb finde ich es toll, dass du hier bist, dass auch dieser, ich würde mal sagen, dumme Geschlechterkampf in dem Bereich endlich aufhört. Es kann jeden Elternteil treffen, dass er seine Kinder nicht mehr sieht und dies vom Staat so gewollt und unterstützt wird. Vielleicht erzählst du uns kurz, in welcher Situation du bist, wie es da und wie es da hingekommen ist und vor allem, wie viele Kinder du hast und wie alt du bist, seit wann du getrennt bist, wann das Ganze anfing. Ja, ich habe zwei Söhne. Meine Söhne sind heute 7 und 9 Jahre alt. Ich bin seit 2,5 Jahren getrennt und genau da ging es sofort los mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen. Ich bin jetzt 38 und es ist sehr anstrengend, wenn man in diesem System drin ist. Und du hast recht, in der Tat, es betrifft wirklich nicht nur Männer, sondern auch zunehmend mehr Frauen. Und es ist so, dass es wahrscheinlich völlig unabhängig ist davon, ob man Mann oder Frau ist. Wenn man Betroffener ist, dann ist es immer das Gleiche. Und die Fälle gleichen sich auch oft sehr stark. Es ist ein Kreislauf, der dann beginnt und es wird immer ein Elternteil ausgesucht, der der Gute ist und der der Gewinner sein soll. Und der andere Elternteil wird sozusagen als der schlechte Elternteil hingestellt und der soll der Verlierer sein. Und auf ganzer Linie verlieren in dem System immer unsere Kinder. Also ich bin seit 2,5 Jahren getrennt und das Ganze fing an, weil mein Mann sofort zum Gericht gegangen ist und einen Antrag gestellt hat auf Aufenthaltsbestimmungsrecht, sodass wir sofort im gerichtlichen Verfahren waren. Ich habe zwar mit meinem Mann ein Dreivierteljahr geredet, dass wir uns trennen müssen, weil es so nicht weitergeht. Aber dennoch hat er sich da taktisch einfach gut positioniert und ist sofort zum Gericht gegangen, sodass jegliches Vermittlungsgespräch oder gute Gespräche, die wir eigentlich gebraucht hätten, gar nicht mehr möglich waren. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass man eben von diesem System, das da momentan vorherrscht im Familienrecht, ziemlich schikaniert wird und sehr darunter leidet und das ganz, ganz viel verschlechtert. Es macht leider gar nichts besser in der Familie und für die Kinder wird es eigentlich immer schlimmer, weil viele fremde Leute auf einmal mitreden, die eigentlich da gar nicht hingehören und nichts zu sagen haben. Wie ist denn die Situation jetzt? Siehst du deine zwei Kinder noch? Ich sehe die Kinder seit 10 Monaten nicht. Ich habe ganz normalen Umgang gehabt und plötzlich hat der Vater den Umgang eingestellt. Mit mir wurde darüber nie geredet. Dazu wurde kein Wort gesagt. Und das Jugendamt hat auf einmal bei einer Verhandlung gesagt, dass die Kinder eben momentan nicht zu mir sollen, weil die Kinder mich vermissen und weil die Kinder sagen, sie lieben ihre Mama und sie wollen zu ihrer Mama, sollen sie ruhig gestellt werden sozusagen und müssen jetzt in diesem Zustand verharren, dass sie da leben müssen und sollen, wo sie gar nicht leben wollen. Und du hast gesagt, normaler Umgang hättest du vorher gehabt. Was heißt normaler Umgang? Also die Kinder waren alle 2 Wochen bei mir am Wochenende. Das ist, was heißt normal? Normal ist es nicht, weil er zu wenig war und er war auch nicht angemessen der Bindung entsprechend. Ich war nämlich die Hauptbindungsperson für die Kinder 7 Jahre lang. Ja, es war zu wenig und ich wollte mehr Umgang. Ich hatte auch mehr Umgang beantragt. Und aus meinem Antrag, dass ich mehr Umgang möchte oder aus dem Gespräch, hat dann das Jugendamt in Rosenheim gemeint, ich wäre unbequem
und ich soll das doch akzeptieren. Und deswegen hat man dann versucht, mich auszuschalten, nur weil ich gesagt habe, das ist ja momentan viel zu wenig, die Kinder müssen mich öfter sehen. Als was arbeitest du denn eigentlich? Ich bin Beamtin und ich war früher in einem Jugendamt tätig. Und ja, ich habe ein bisschen auch Erfahrung in diesem Bereich. Allerdings hätte ich nie geahnt, dass es so schlimm momentan ist und dass Betroffene und Kinder so derart darunter leiden und dass durch sogenannte Sozialpädagogen derartig viele Dinge veranlasst werden, die so negativ sind und die sich so gravierend auf Familien und familiäre Systeme auswirken. Also da hatte ich früher keine Vorstellung davon, wie schrecklich das ist. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass sich diese sogenannten Mitarbeiter im sozialen Dienst oder im ASD, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, in jeder Kommune oder in jeder Verwaltung wird das ja anders bezeichnet, dass die alleine einfach da sitzen und aufgrund vielleicht nur eines Gespräches sich irgendwas ausdenken, ausmalen und unwahre Tatsachenbehauptungen schriftlich und mündlich vortragen. Und das heißt, du hast selber im Jugendamt gearbeitet, eben nicht in dem Bereich, wo die Leute arbeiten, die du jetzt selbst erlebt hast, ja, sozusagen auf der anderen Seite des Tisches. Und die hättest dir, wenn es dir nicht selbst geschehen wäre, nie vorstellen können, wie da das Jugendamt vorgeht. Nein, das kann man sich nicht vorstellen, dass man, ich habe zum Beispiel mit dem Jugendamt in Roth habe ich ein einziges persönliches Gespräch geführt und es war vielleicht 20 Minuten und dass dann auf einmal bei Gericht irgendwas vorgebracht wird, was gar nicht stimmt, was gar nicht überprüft wird. Und das ist ja nur eine Person, die dann einfach willkürlich irgendwas entscheidet und dem Gericht sagt, sie sollen den Beschluss so und so fassen. Das dürfte ja ein Jugendamt eigentlich gar nicht machen. Wir sind ja hier im Bereich der Mitwirkung und die kommunale Jugendhilfe soll eigentlich den Eltern Leistungen anbieten. Das heißt, eigentlich hätten die mir sagen müssen, was bieten sie mir an Leistungen, wie können sie mir helfen? Und stattdessen wird man dann eigentlich schlecht gemacht und als Elternteil ausgeschalten oder als schlecht hingestellt. Und das ist nicht Aufgabe der kommunalen Jugendhilfe. Was denkst du denn, warum du als Elternteil ausgeschlossen werden solltest und dein Ex-Mann dafür die Kinder betreut? Also der Grund ist, bei uns ist die Konstellation so, dass mein Ex-Mann so krank ist und nicht gearbeitet hat zum damaligen Zeitpunkt, als wir uns getrennt haben. Und ich habe ein Jahr lang zu 90% gearbeitet. Und dann war die Aussage der Dame vom Jugendamt in Roth beim Gericht in Schwabach, weil die Mutter arbeitet, sollen doch die Kinder zum Vater. Also der kranke Elternteil hat dann auch die Kinder bekommen, obwohl er nachweislich krank ist und eigentlich gar nicht in der Lage ist, alleine zwei kleine Kinder zu versorgen. Das wurde aber nicht geprüft. Dazu haben die ja auch gar keine Qualifikation. Sozialpädagogen oder wenn man soziale Arbeit studiert hat. Aber es wird einfach gemacht. Und die Richter nehmen das so hin. Die Richter freuen sich eigentlich, dass sie selbst nichts entscheiden müssen und sind begeistert davon, dass es eben Jugendamtsmitarbeiter gibt, die so weit gehen und ihre Empfehlungen so weit aussprechen. Und die Richter wollen ja selbst nicht entscheiden und deswegen nehmen die das dankbar an, hat man den Eindruck. Denkst du, das ist die Staatsräson, dass immer der Elternteil, der mehr verdient oder der überhaupt etwas verdient, dass der die Kinder nur gemäß des sogenannten normalen Umgangs kriegt, nämlich jedes zweite Wochenende, und dass der sich auf die Arbeit konzentrieren soll und der andere Elternteil, der betreut dann die Kinder? Ja, wenn ich mir ungefähr, also wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe von ungefähr 100 Fällen, die ich mir mal so ein bisschen angeschaut habe, da ist es immer so gewesen. Die Kinder kommen immer zum Elternteil, der nicht arbeitet oder der krank ist
oder der nicht so leistungsfähig ist. Und scheinbar ist diese Entscheidung in den meisten Fällen immer ähnlich und immer gleich. Und es wird immer so gemacht. Ich hab mir die viele Fälle angesehen und es war immer in der Tat so, dass die Kinder zum schwächeren Elternteil kommen. Und der vermeintlich stärkere Elternteil, der soll dann bitte arbeiten und den Unterhalt leisten. Dann ist es bezüglich dem Umgang auch noch so im Gesetz, es ist ein Ammenmärchen, das ja kursiert und das viele ja ganz falsch auffassen. Die sagen, der normale Umgang wäre alle 14 Tage. Das stimmt ja nicht. Im Gesetz steht ja was anderes. Es soll nämlich immer der Einzelfall geprüft werden und den Kindern angepasst sein und der Familie. Aber ich habe diesbezüglich auch schon zum Beispiel mit einer Therapeutin, mit einer Kindertherapeutin gesprochen, die dann gesagt hat, das ist normal, das ist der normale Umgang. Dann habe ich gesagt, ja, wo steht denn das im Gesetz, was Sie da sagen? Das können die einen dann nicht beantworten und reagieren dann eigentlich mit Abwertung, mit Aggression und mit Schlechtmachen. Bei uns war es nämlich in der Tat so gewesen, der Vater hat das alleinige Sorgerecht bekommen mit der Auflage, dass die Kinder in eine Therapie gehen müssen, wenn sie bei ihm sind. Das sagt ja auch schon einiges aus. Also das ist ja sehr bezeichnend. Also die Kinder kommen zu ihm, müssen aber zeitlebens immer in eine Therapie, solange sie bei ihm sind. Wenn man das der Realbevölkerung erzählt, die können das gar nicht glauben. Was denkst du, ist der Vorteil des Staates, dass er per Jugendamt und Familiengericht Familien nach der Trennung, wo sich die Eltern nicht einig sind, wo die Kinder leben sollen, dass er die so aufspaltet, dass ein Elternteil der Zahlende ist und der andere der Betreuende? Der Vorteil des Staates ist, dass dann wahrscheinlich ein Elternteil aufgibt irgendwann. Also in ganz vielen Fällen ist es so, dass ein Elternteil raus ist, einfach gegen diese Unterhaltszahlungen, die man leisten muss, kann man sich nicht wehren. Und dass dem Elternteil die komplette Kraft, also finanziell erstmal geraubt wird und dann später auch noch mental und emotional. Und dann ist ein Elternteil raus und somit ist nur noch ein Elternteil da und mit dem ist es dann vermeintlich leichter umzugehen. Das ist aber in erster Linie ein völliger Fehlschuss, weil eigentlich der Staat dafür da ist, dass er beide Elternteile zu starken Elternteilen gleichzeitig eigentlich macht. Die kommunale Jugendhilfe soll die Eltern darin unterstützen, die soll beraten und die soll Unterstützung anbieten und stattdessen wird ein Elternteil schikaniert. Früher hat es ganz viele Männer betroffen, die sich gar nicht mehr retten konnten vor Unterhaltszahlungen, vor Trennungsunterhalt. Heute ist es so, es betrifft Mann und Frau. Bei mir war es so gewesen, in Schwabach hat man dann gesagt, nun, die Statistik war für uns jetzt nicht gut. Man musste auch mal den Mann hier die Kinder geben, weil wir haben gewisse Statistiken auch einzuhalten und da sind sie halt jetzt zufällig mal so auch darunter gefallen. Also wenn man sich das überlegt, es war nie wichtig, was ich sage und wer eigentlich der bessere Elternteil ist. Und statt zu gucken, dass man uns beide stärkt und unterstützt, hat man eigentlich nur das eine gemacht, sich darauf geeinigt, naja, der eine wird als der Gute hochstilisiert und der andere als der Schlechte und den versuchen wir auszuschalten. Und wenn ich mir viele Fälle anschaue in Deutschland, ist es immer das Gleiche. Also die Parallelen sind da, es ähnelt sich und man kann sagen, ich glaube zu 80% ist es so. Also die Frage ist ja, ob der Staat im Grunde Nachtrennungsfamilien zerschlägt, um Sozialabgaben zu sparen. Weil wenn ich mir mal eure Situation jetzt durchrechne, du hast 90% gearbeitet, hast da als Beamtin wahrscheinlich ganz gut, ja, ein mittelständisches oder halt ein mittelschichtiges Einkommen erzielt, sage ich mal. Und ihr habt zusammengelebt, es hat gereicht für die vierköpfige Familie. Aber dann habt ihr euch getrennt und dann war ja klar, dann brauchen ja beide eine Wohnung. Und in Bayern, da wo ihr lebt, denke ich mal, eine Wohnung für eine Mutter mit zwei Kindern, da wirst du wahrscheinlich mindestens 800 oder 900 Euro
zahlen müssen für etwas Vernünftiges. Mhm. Das heißt, wenn man sich die Nachtragsfamilie insgesamt anguckt, kommt plötzlich eine Ausgabe von 800, 900 Euro zusätzlich auf die zu, ja? Wenn man es noch so rechnen würde, als wären die eine Familie. Das muss man erstmal stemmen können. Und dann kommen ja noch parallele Ausgaben dazu. Ja, also gutes Essen und so, das bleibt im Grunde gleich, aber man hat noch ein paar weitere Ausgaben. Man muss ja dann noch Möbel anschaffen und so weiter. Okay, das sind einmalige Ausgaben. Aber diese 800, 900 Euro, die da obendrauf noch kommen, da wäre es ja so, wenn ihr jetzt im Wechselmodell gelebt hättet oder es würdet, dann müsstest du wahrscheinlich einen Unterhalt an deinen Ex-Partner zahlen, aber das ist nicht der Kindesunterhalt, der Mindestunterhalt für zwei Kinder, der wahrscheinlich insgesamt bei irgendwas von 600, 700 Euro liegt, nehme ich mal an. Sondern das wäre weniger, das wären wahrscheinlich 300 Euro, weil du halt verdienst und er nicht verdient. Und dann könntest du im Grunde sagen, ich beantrage ALG 2, ich muss aufstocken. Oder dein Ex-Partner sagt, ich beantrage ALG 2, ich muss aufstocken. Und dann steckt ja der Staat mit Sozialausgaben mit drin in dieser Trennungsfamilie. Wenn er aber sagt, wir geben die Kinder einem Elternteil und der andere soll bitte zufrieden sein mit dem Umgang jedes zweite Wochenende, dann spart der Staat Sozialausgaben, weil du zahlst deinen Kindesunterhalt, hast ja laut Düsseldorfer Tabelle hast du ja 380 Euro warm zur Verfügung. Ja, das steckt dir ja im Selbstbehalt drin. Also weit weg von diesen 800, 900 Euro, die du eigentlich brauchst. Und damit hat der Staat sich wunderbar aus den Sozialausgaben rausgenommen, dass er sozusagen als Nebeneffekt die Kinder psychisch zerstört und dich als Mutter psychisch zerstört, ist dem Staat, so wie es aussieht, völlig egal, weil ihm geht es vielleicht ja nur um die Sozialausgaben, die er einspart. Ja, vermeintlich. Das ist aber ein Trugschluss. Also das ist eben zu leicht gedacht. Bei mir ist es so, ich habe dann also meine Arbeitszeit reduziert natürlich. Ich konnte dann natürlich nicht mehr so viel arbeiten. Und das Ganze macht einen ja auch krank. Also vor allem, wenn man dann seine Kinder nicht mehr sieht und immer betroffen ist von diesen ganzen Gerichtsverfahren, Verfahrensbeistand, ein Jugendamt, ein Richter. Ich habe auch Unmengen von Kosten gehabt. Also ich bin jetzt bei Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von rund 60.000 Euro. Das heißt, ich bin finanziell auch komplett ruiniert. Alles ist ruiniert in der Familie. Die Kinder sind ruiniert. Die wurden jetzt um die Mutter beraubt. Und es hat alles nur schlimmer gemacht. Bei uns war ja das sogar noch ganz, ganz einfach am Anfang. Und zwar war es so, wir haben in Oberbayern gelebt, weil mein Mann unbedingt aufgrund seiner Krebserkrankungen in den Bergen leben wollte. Und ich habe gemerkt, dass es eben nicht gut geht ohne Familie und dass unsere Ehe eben zutiefst zerrüttet ist. Das habe ich vor allem festgestellt, als wir alleine waren. Ohne Familie, ohne enge Freunde. Und es kam immer mehr zu Konflikten und dann habe ich zu ihm gesagt, wir müssen uns trennen, wir gehen zurück in die Heimat nach Mittelfranken, weil dort hat er eine Immobilie, da kann er kostenlos leben, das ist seine eigene Immobilie und ich kann auch bei meiner Familie leben. Und also es wäre ganz leicht gewesen. Also man hätte einfach nur sagen müssen, Lebensmittelpunkt der Kinder ist in der Heimat in Mittelfranken und dann können die Kinder zu beiden Eltern teilen. Also Wechselmodell ganz leicht, ganz einfach und jeder spart sich auch Kosten natürlich, weil er im eigenen Haus leben kann. Und es ist aber ganz anders gekommen. Also momentan ist es so, die Warmmiete beträgt 1.800 Euro. Die mein Mann da bezahlt in Oberbayern. Und das alles müsste gar nicht sein. Er hat ein Haus, er kann da leben. Das kostet ihm dann nichts, nur die Nebenkosten. Und die Kinder können mich immer sehen und immer zu mir. Und wir haben eine Distanz von 7 Kilometern. Und momentan sind es 250. Und die ganze Familie lebt hier. Also Oma, Opa, Onkel, Tante, alle leben hier. Das heißt ja, sobald sich die Ex-Partner nicht einigen können auf
das Betreuungsmodell, das eigentlich für die Kinder gut wäre, auch aus psychologischer Sicht, und der Staat einschreitet, dann kommt das Interesse des Staates zu tragen. Und es ist eben schlichtweg, Sozialabgaben zu sparen. Und die psychologische Komponente scheint dem Staat ja völlig egal zu sein. Und dann führt es eben bei dem Elternteil, der nur noch zahlen soll. Ja, man spricht ja bei den Vätern von dem Besuchspapa und dem Zahlonkel. Du bist ja die Besuchsmama und die Zahltante, zu der dich der Staat gemacht hat. Und fühlst du dich da nicht irgendwie auch betrogen? Im Grunde bist du ja ein Opfer der Emanzipation. Du bist eine Frau, die, ich nehme an, du hast studiert, ja, du bist Beamtin gewesen, du hast fast Vollzeit gearbeitet und jetzt trägst du... Das habe ich nicht, aber ich fühle mich in der Tat als Opfer, ja genau, weil ich musste ja arbeiten, mein Mann war ja krank. Also einer musste ja Geld verdienen und weil ich das gemacht habe, bin ich jetzt sozusagen total dafür abgestraft worden. Ich wollte ja auch gerne, dass mein Mann arbeitet und es war abgesprochen, er sucht sich dann eine Halbtagsstelle und macht was, damit ich meine Stunden reduzieren kann. Und das war auch ein großes Streitthema bei uns, weil ich gesagt habe, wir haben das besprochen, dass ich nur für eine ganz gewisse Monatsanzahl so viel arbeite und dann möchte ich meine Stunden reduzieren. Und das war das Streitthema, deswegen habe ich mich auch getrennt, weil er hat dann nichts gemacht, obwohl es eigentlich ganz anders vereinbart war. Und ich habe das dann eben gesagt, ich möchte auch für die Kinder mehr da sein. Ich bin also immer um 6 Uhr in der Früh im Büro gewesen meistens und war dann um 14.45 Uhr zu Hause. Also ich bin immer ganz früh aufgestanden und war immer ganz viel da. Aber diese genauen Fakten, nämlich dass ich immer Hausaufgaben gemacht habe, einkaufen gegangen bin, Haushalt gemacht habe, Küche und mich um alles gekümmert hat, hat sich ein Jugendamt nie angesehen. Im Gegenteil, das interessiert mich gar nicht. Also wie die tatsächlich. Das ist ja auch, eigentlich ist es ja nicht wichtig, weil ob jetzt ein Elternteil quantitativ mehr Zeit mit dem Kind verbringt, ja, wovon ja viel Zeit ist, auch aufzuräumen, zu kochen, zu putzen, einkaufen zu gehen. Ja, das ist ja von der Qualität her, ist es Alltag. Und es sagt dann auch nichts über die Bindung aus. Und wie will man denn Eltern gegeneinander aufwerten? Die sind ja beide unterschiedlich. Und die Bereicherung liegt ja in den Differenzen der Eltern, in den Unterschiedlichkeiten. Deshalb ist diese Idee, dass die Kinder zu dem Elternteil sollen, der sie vorher schon mehr betreut hat, ist ja völliger Schwachsinn. Diese Kontinuität nur unter dem quantitativen Gesichtspunkt der Zeit, die man mit dem Kind verbringt, ist sowas von unwichtig für die Kinder. Selbst eine Mutter, die wie du 90% arbeitet, kann ja immer noch eine tiefe Bindung mit den Kindern haben, weil die ja mit den Kindern... Man muss aber dazu sagen, ich war davor 6 Jahre in Elternzeit. Ich habe ja nur ein Jahr 90% gearbeitet und dann werde ich plötzlich hingestellt als, die Mutter arbeitet, sozusagen die böse Frau und die Kinder sollen doch jetzt zum Vater, weil der ist der Gute, weil er nicht arbeitet aufgrund seiner Krankheit. Also das sind Aussagen, da muss man sich wirklich fragen, ob man sowas in einer Gerichtsverhandlung wirklich als angemessen achtet. Und ich glaube, du hast die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Im Familienrichter sind oftmals nicht empathisch und können sich nicht einfühlen in Familien, Kinder und familiäre Systeme. Man hat den Eindruck, dass die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie bedeutend Eltern für Kinder sind. Und genauso ist es auch mit den Verfahrensbeiständen. Da habe ich nur negative Erfahrungen gemacht. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, oder das ist ganz, ganz selten jemand, der sagt, mein Verfahrensbeistand war gut. Es gibt eigentlich nur welche, die sagen, das ist ganz schrecklich. Man bekommt plötzlich als Elternteil einen Verfahrensbeistand hingesetzt, der mitreden möchte, der einfach irgendwas schreibt, behauptet,
sind wir auch wieder bei unwahren Tatsachenbehauptungen, die in gerichtliche Verfahren eingebracht werden und die gerichtliche Entscheidungen beeinflussen. Und das ist nicht gut in diesem System. Das ist vor allem auch für die Kinder nicht gut. Ja, wieso sollte auch ein Richter oder ein Jugendamt empathisch sein, wenn wir annehmen, dass es eine Staatsräson gibt? Also ja. Dass Richter unabhängig sind, glaube ich mittlerweile nicht mehr. Richter sind ja angeblich dem Gesetz verpflichtet, aber das Gesetz zahlt ihnen ja nicht die Besoldung. Das macht ja das Justizministerium. Mhm. Und die entscheiden auch, wer als Richter eingestellt wird. Die entscheiden auch über Beförderungen und so weiter. Und ja. Natürlich orientiert sich ein Richter dann eben an der Politik. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach so. Und wenn wir uns anschauen, welche Parteien denn in der Regierung sind, in den Landesregierungen, das sind alles Parteien, die ja das Wechselmodell ablehnen. Mhm. Und so wie es aussieht, ja wegen dieser Sozialausgaben, die eingespart werden sollen. Und warum sollte dann ein Richter oder eine Richterin empathisch sein? Die müssen ja die Staatsräson durchziehen, um vielleicht eine Beförderung zu kriegen, um ihren Job zu behalten, um nicht an den Rand Deutschlands versetzt zu werden. Also dürfen die ja gar nicht empathisch sein. Das wären ja die falschen Personen dann für den Staat. Also wir haben sogar in Bayern im Justizministerium es veröffentlicht, eine Richtlinie für Richter. Und da heißt es schon, ein Richter muss auf jeden Fall empathisch sein und sozial sein und muss eben entsprechend auch mit den Bürgern umgehen. Was man aber erlebt, wenn man als Bürger zum Beispiel eine Frage stellt, nachhakt, sich ans Gericht wendet und sagt, ich möchte das erklärt haben, ich möchte das erläutert haben, oder wenn man etwas Bestimmtes rügt und sagt, das ist nicht richtig, dann bekommt man ja oftmals gar keine Antwort. Also wenn man überlegt, der Staat müsste eigentlich für die Bürger da sein und sich kümmern um die Belange und man macht ein Schreiben und kriegt nicht mal eine Antwort darauf. Und das habe ich auch schon oft erlebt, das wird einfach völlig ignoriert. Also egal, was man dem Gericht vorträgt, wenn man irgendwas braucht, man möchte zum Beispiel eine Abrechnung sehen, auf die man Anspruch hat, dann bekommt man nie eine Antwort. Und das sind einfach Dinge, die sind unmöglich und die gehen nicht. Wenn man bedenkt, dass wir das ja alles finanzieren mit unseren Steuermitteln, mit unserem Steuergeld und man wird als Bürger dann auch noch so behandelt, dass man, wenn man eine dringende Anfrage hat, ein Schreiben macht und sagt, ich möchte bitte diese Abrechnung sehen, dass man da völlig ignoriert wird und nicht einmal eine Antwort drauf bekommt. Also das ist unsäglich. Und aus deiner Erfahrung heraus, müsstest du ja eigentlich sagen, dass die Frauen, die gegen das Wechselmodell sind, ja eigentlich auch emanzipierten Frauen das Wasser abgraben. Weil wenn jemand wie du die Möglichkeit hat zu arbeiten mit Kindern, es dann tut und sich dann trennt, dann bist du die Gelackmeierte. Mhm. Wenn jetzt aber sich die angeblichen Feministinnen, die so vehement gegen das Wechselmodell sind, ja, also so viele Frauen, die dagegen sind, behaupten, sie seien Feministinnen, dann sind die doch eigentlich Gegnerinnen des Feminismus. Im Grunde ja. Ich denke auch, dass viele den Überblick manchmal nicht haben und sich nicht ganz genau überlegen, was das für die Kinder bedeutet. Ich glaube, die können sich auch nicht in die Situation einfühlen, wie es Kindern damit geht. Es ist immer falsch, dass Kinder einen Elternteil verlieren. Und es ist immer falsch, dass Kinder so sehr darunter leiden, dass sie zum Beispiel eben einfach den Elternteil dann nur Donnerstag sehen dürfen oder nur Freitag und Samstag. Das kann nicht richtig sein, das ist falsch. Und Kinder leiden darunter. Vielleicht, also Kinder wollen ja ihre Eltern immer um sich haben und sehen oder öfters einfach. Die wollen Zeit mit denen verbringen. Und das heißt ja auch Umgang, das heißt ja auch, dass man soziale Kontakte auch pflegt, dass man da ist, dass man den anderen miterlebt, dass man viele Dinge miteinander erlebt. Und nicht nur ein bisschen mal ein, zwei Tage, das ist immer zu wenig. Und es gibt Kindern auch, glaube ich, ganz viel, wenn sie beide Elternteile haben.
Und schlimm wird es dann, wenn ein Elternteil das von sich aus nicht erkennt, nicht wahrhaben will, aber dann auch noch gestärkt wird von Jugendamt, von Verfahrensbeistand und vom Familiengericht, genauso weiterzumachen, in dieser Schiene weiterzufahren und eine Unterstützung bekommt, die über den Maßen ist, den Kindern eben einen Elternteil zu nehmen. Solche Eltern werden dann auch noch vom Staat momentan unterstützt und gestärkt. Das ist ein Riesenfehler. Es gibt eine Kinderrechtskonvention, die Gültigkeit hat. Auch die wird in Deutschland am Familiengericht momentan überhaupt nicht beachtet. Kannst du denn als Beamtin noch für so einen Staat arbeiten? Es ist so, dass es ist nicht unerheblich, also das, was man da erlebt, also was ich jetzt 2,5 Jahre erlebt habe, das hat mich sehr mitgenommen und ich konnte dann nicht mehr arbeiten, weil es ist ja sozusagen eine Staatsgewalt, die ausgeübt wird gegen einen. Und also einmal erlebe ich die Staatsgewalt an den Kindern und einmal an mir. Und wir alle sind komplett davon beeinflusst. Und das hat auch Einfluss auf die ganze Familie. Das macht was mit einem. Also auch die ganzen Familienangehörigen, die Großeltern, Onkel, alle sind davon beeinflusst. Und mit jedem macht das was. Und jeden nimmt das mit. Und jeder kann es versucht, damit umzugehen. Und es ist ganz, ganz schwer, wenn zum Beispiel Großeltern alles immer Tag und Nacht für die Kinder getan haben. Die waren immer dabei beim Arzt, haben sich gekümmert, die Kinder haben dort geschlafen, die Kinder haben die Großeltern geliebt und auf einmal sehen die Großeltern ihre Enkelkinder nicht mehr, die sie ab Geburt immer gesehen haben und betreut haben. Das ist für die Kinder ein Rieseneinschnitt. Also die verlieren ja nicht nur den einen Elternteil, sondern auch die komplette Familie. Alle sind auf einmal weg. Das sind ja auf Anhieb, auf einen Schlag 20, 30 Leute, auch der Freundeskreis. Alle sind auf einmal spurlos aus dem Leben verschwunden. Ohne Grund. Also es gibt ja bei uns bis heute keinen Grund. Warum? Nur weil der Vater sagt, ja, der Umgang wird eingestellt, wird es dann so gemacht und keiner fragt nach, wieso und welche Begründung haben sie und das ist einfach nicht passiert. Die wollen sich es einfach leicht machen. In Rosenheim beim Jugendamt hatte ich den Eindruck, dass die sozusagen sich gestört fühlen in ihrem vielleicht Kaffeepause oder man weiß es nicht genau. Man muss es manchmal auch schon ein bisschen lächerlich sehen, weil die werden ja dafür bezahlt, dass sie für einen Bürger da sind und arbeiten und dass sie einfach ihre Ruhe haben wollen. Und wenn man sich als Elternteil hinwendet ans Jugendamt, man möchte Unterstützung bekommen, dann wird man dafür abgestraft. Also man ist dann der Elternteil, der nervt, man möchte was von denen, das wollen sie aber nicht anbieten. Es steht zwar im Gesetz, Beratung und Unterstützung soll die kommunale Jugendhilfe anbieten, dann wird man aber dafür abgestraft, weil man sie nervt und das wollen sie nicht und dann kriegt man so richtig eins auf den Deckel, weil man doch gerne am besten immer seine Ruhe hat vor allem. Was willst du denn jetzt unternehmen, dass deine Kinder dich wiedersehen? Naja, wir haben immer noch ein Grundgesetz da und ansonsten, ich muss dann eben weitermachen bei den Obergerichten. Ich wusste nicht, ich war mir nicht bewusst bisher als Bürger, dass es so einfach ist, Grundrechte und das Grundgesetz auszuhebeln. Das war mir bisher völlig unbekannt. Ich habe es jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich habe jetzt mitbekommen, wie es abläuft. Ich bin fassungslos, ich bin schockiert, ich bin mitgenommen. Es ist unsäglich, es ist ungerecht und es geht einfach nicht. Das baden alle starken Eltern, baden das aus und vor allem baden das die Kinder aus und die komplette Familie. Und das ist ein Schaden, der da angerichtet wird, der wird sich über mehrere Generationen hinweg erstrecken. Es ist nicht einfach nur so mal kurz jetzt, sondern das zieht ganz weite Kreise. Und
alle Elternteile, die davon betroffen sind, die, glaube ich, werden immer in ihrer Leistungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt werden. Also manche werden krank, manche können nicht mehr arbeiten, manche schaffen es nicht mehr, manche sind wirklich auch dann emotional total betroffen. Es nimmt ja alles ganz weite Kreise und es schwächt im Grunde genommen ja viele, viele Familien, viele Elternteile und es macht auch ganz viele Elternteile krank, die eigentlich normal, wenn alles normal laufen würde, leistungsfähig wären und arbeiten könnten. Die können das aber gar nicht mehr, die schaffen das gar nicht mehr, weil sie so mitgenommen werden von diesen unsäglichen Gerichtsverfahren. Es ist eine Riesenbelastung, wenn man bei Gericht sitzt und da werden unwahre Tatsachenbehauptungen auf einmal eingebracht. Und man muss sich gegen unwahre Tatsachenbehauptungen erstmal zur Wehr setzen. Man sammelt dann Beweise und die Beweise werden einfach nicht anerkannt, weil es unbequem ist und weil es dann Arbeit wäre. Da müsste man dann ja hingucken und sich damit auseinandersetzen. Das will man ja nicht. Das heißt, du hast erlebt, dass der Staat, dem du gedient hast als Beamtin, bei dem, was dir am wichtigsten ist, was ich denke ich jedem Elternteil am wichtigsten ist, nämlich die eigenen Kinder, also das Schützenswerteste und Zerbrechlichste, was man hat, konntest du selber nicht schützen und der Staat, den du gedient hast, hat sie dir weggenommen, rein willkürlich, basierend auf Lügen. Mhm. Und wenn du versucht hast, das Jugendamt oder das Gericht dazu zu bringen, doch die Wahrheit anzuerkennen, hat es die nicht interessiert, weil die eben rein nach dieser Staatsräson agieren. Ja. Und du kommst ja da auch nicht raus. Ja? Selbst wenn du jetzt nicht zahlungsfähig bist, was den Kindesunterhalt angeht, dann wird ja nach Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt und dann sind es eben Schulden für dich, dann sind es Staatsschulden, da kannst du nicht in die Insolvenz, ja, da musst du bis ans Ende deines Lebens wird geguckt, ob du diese Staatsschulden zurückzahlen kannst. Das heißt, das System hat dich gefangen und du kannst nichts machen, außer vielleicht dieses Interview. Ist das auch ein Grund, warum du mit mir hier sprichst, damit du die Öffentlichkeit informierst über das, was da geschieht? Ja, ich habe auch gemerkt, dass es immer völlig willkürlich ist, dass man den Eindruck hat, man kann eigentlich machen, was man will. Es kann völlig willkürlich sein. Die Entscheidungen werden viel zu schnell getroffen. Ganz am Anfang positioniert sich ein Jugendamt, das es eigentlich gar nicht darf, weil laut Gesetz darf das Jugendamt nur Stand über den Auskunft der Beratung geben. Stattdessen gehen Jugendamtsmitarbeiter in Gerichtsverhandlungen. Die werden angehört, also sie sollen laut gesetzlichen Auftrag Auskunft über den Stand der Beratung geben. Und stattdessen urteilen, werten Jugendamtsmitarbeiter, machen einen Elternteil zum Guten, der gewinnen soll, und einen Elternteil zum Schlechten. Verfahrensbeistände schließen sich an, denn die möchten wieder neue Aufträge von der Richterin bekommen. Da gibt es ja eine finanzielle Abhängigkeit. Wenn man als Verfahrensbeistand nach dem Willen des Richters auch entscheidet und die Stellungnahmen schreibt, dann bekommt man wieder neue Aufträge. Wenn man als Verfahrensbeistand das nicht tut und sich für die Kinder einsetzt, für die Familie, dann wird man ja als Verfahrensbeistand aussortiert. Man kommt dann aus der Poolliste raus und man darf nicht mehr tätig werden. Das heißt, man verdient auch kein Geld mehr. Also diese Verfahrensbeistände sind eigentlich im finanziellen Abhängigkeitsverhältnis und die sind nicht neutral. Und wenn sie nicht dem Richter entsprechend entscheiden und handeln, dann bekommen sie nie mehr einen Auftrag. Und deswegen müssen die sich immer anpassen, wenn sie finanziell abhängig sind. Die Institution Verfahrensbeistand ist vom Gesetzgeber her anders gemeint gewesen und sollte anders ausgeführt werden. Die Wahrheit ist aber, es ist nur eine finanzielle Abhängigkeit und es ist ganz, ganz negativ, was in diesem Bereich auch passiert. Verfahrensbeistände werden einem vorgesetzt. Man kann sich nicht dagegen wehren. Die sind auf einmal da. Egal, ob die Kinder diese Verfahrensbeistände mögen, mit denen reden können, klarkommen oder nicht, die werden immer bezahlt, die erhalten immer Geld. Und das Schlimmste ist noch, wir müssen das bezahlen.
Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, beispielsweise ich gehe essen, das Essen ist verdorben und es schmeckt mir nicht, dann bezahle ich das nicht. Wenn ich mir was kaufe, was defekt ist, was von der Qualität her nicht gut ist, dann gebe ich das zurück, dann bekomme ich mein Geld zurück. Einen Verfahrensbeistand hat man, der liefert schlecht Arbeit, setzt sich nicht für die Kinder ein, schaut nicht darauf, dass es ein faires Verfahren ist und ich muss es trotzdem bezahlen. Und am allermeisten bezahlen die Kinder. Also das ist eine Sache, die einfach komplett fehlerbehaftet ist. Und wir haben da Leute als Verfahrensbeistände, die oftmals ein riesengroßes Ego-Problem haben, die überhaupt nicht sachlich arbeiten können. Im Gegenteil, die müssten raus aus diesem Verfahren. Und dein Jugendamt, deine kommunale Jugendhilfe soll bitte endlich mal das tun, was im Gesetz steht. Wir haben nämlich, die allerwenigsten Verfahren sind Kindeswohlgefährdungsverfahren. Das meinen ja die Bürger immer, wenn ein Jugendamt dabei ist, dann ist es gleich sonst wie. Aber da sind viele Bürger fehlinformiert. Die wissen das nicht, die kennen den Unterschied zwischen Beteiligung und Mitwirkung nicht. Nur bei einer Kindeswohlgefährdung ist ein Jugendamt beteiligt und ansonsten ist es ja prinzipiell immer mitwirkender und hat eigentlich gar nichts zu sagen und im Verfahren der Eltern nichts zu suchen. Und ich merke auch überall, wo ein Jugendamt mit im Verfahren ist und fehlerhaft zu viel redet, zu viel sagt, zu viel schreibt, läuft es immer schief, läuft es immer verkehrt. Es geht immer zu Lasten der Familie, es geht immer zu Lasten der Kinder und es ist immer fehlerbehaftet und ein Elternteil ist immer der Verlierer. Das ist interessant, du hast einen Unterschied gemacht zwischen Beteiligter und Mitwirkender bezüglich des Jugendamts. Das heißt, wenn es nicht um den 1666 oder den 8a im SGB 8 geht, dann ist das Jugendamt kein Beteiligter. Also bei einem normalen Umgangsverfahren, wenn das Gericht das Jugendamt lädt, dann sind die nur Mitwirkende. Genau, das Jugendamt ist anzuhören und soll Auskunft über den Stand der Beratung geben. Zum Beispiel sagen, die Familie ist uns bekannt, wir haben der Familie diese Leistung angeboten, wir könnten dieser Familie noch diese Leistung anbieten, wir könnten noch das für den Vater tun, wir könnten noch das für die Mutter tun. Das ist unser Katalog an Leistungen, den wir anbieten können für die Eltern, für die Kinder. Und oder die Eltern sind gerade in Beratung, die sind nicht in Beratung. Das ist die Aufgabe der kommunalen Jugendhilfe. Stattdessen findet was ganz anderes bei Gericht statt. Da setzt sich ein Sozialpädagoge hin, der soziale Arbeit studiert hat. Soziale Arbeit hat ja im Studium ist enthalten Erziehung außerhalb von Familie. Das heißt, die möchten jetzt über Familien sprechen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Das haben sie auch nicht gelernt und nicht studiert. Und möchten dem Gericht sagen, was soll das Gericht entscheiden? Lieber Richter, ich bin der Meinung, weil ich bin Sozialpädagoge, dass die Kinder doch bitte dahin sollen und der Umgang soll so und so sein. Das dürfen die gar nicht. Im Gegenteil, die müssen uns Eltern und Kindern Unterstützung anbieten und Leistungen. Das findet aber nicht statt. Und das ist egal, wo ich nachfrage. Also ich kann auch wieder sagen, von 100 Fällen bei 99% hat das Jugendamt keine Leistung angeboten und keine Hilfe. Im Gegenteil, das Jugendamt hat einfach in gerichtliche Verfahren reingewirkt, wo sie nichts zu suchen haben als Mitwirkender. Oftmals ist es ja so, dass es auch in den Anschreiben der Gerichte steht und auch im Beschluss, da steht das Jugendamt unter Beteiligter und das ist falsch. Das Jugendamt ist nur beteiligt, wenn es einen Antrag stellt auf Beteiligung oder wenn wir ein Kindeswohlgefährdungsverfahren haben. Und ansonsten ist das Jugendamt Mitwirkender. Und auch schon vom Gericht her wird es falsch betitelt. Und warum Richter in Deutschland am Familiengericht einem Jugendamt so viel Rede und so viel Schreibrecht einräumen, das ist völlig, völlig unbekannt. Warum? Das erschließt sich auch niemanden. Das kann nur den einen Hintergrund haben, nämlich, dass das Jugendamt bitte dem Richter sagen soll, was es beschließen soll, damit der Richter selbst sich keine Gedanken machen muss. Ja, und die Richter... Ja, ich meine, Sozialausgaben sind ja eine Kreis- oder Stadtsache. Ja? Also Jobcenter, ALG 2, das wird dann alles im Kreis entschieden und kommt dann da ins Budget rein. Und das Jugendamt steht ja unter der Kreisverwaltung. Also
schaut das Jugendamt, dass es dem eigenen Kreis nützlich ist und verhindert dann eben, dass da noch zusätzlich Sozialabgaben auf einen zukommen. Jetzt hast du ja als Beamtin Beamte kritisiert. Ja, du hast ja im Grunde gesagt, die haben in deinem Fall willkürlich Empfehlungen gemacht, das Jugendamt. Das kann man nicht sagen, weil im Jugendamt beim ASB, da arbeiten ja immer noch Angestellte, also es sind ja nur Beamte. Von daher, also da arbeiten jetzt, also ich glaube, da gibt es eigentlich ganz, ganz in den seltensten Fällen Beamte. Aber Richter sind ja Beamte. Das heißt, du kritisierst ja auch die Richterin in eurem Fall, dass die da willkürlich entschieden hat, sich das nicht angeschaut hat. Und wenn du selbst Beamtin bist, befürchtest du da Nachteile für dich, dass da jetzt gegen dich vorgegangen wird, wenn wir dieses Video veröffentlichen und da das bekannt wird, dass du da die Jugendämter und die Gerichte kritisierst? Es ist eine sehr sachliche Kritik, die ich anbringe und die auch angebracht werden muss. Es ist notwendig. Ich weiß es nicht, vielleicht es könnte sein. Allerdings fühle ich mich auch als Bürger verpflichtet. Ich fühle mich auch als Bürger dem Staat insoweit verpflichtet, dass ich dem Staat auch sage, hier läuft was falsch. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich fühle mich auch verpflichtet, auf Missstände hinzuweisen. Ich glaube, das muss jeder Bürger tun, wenn was schief läuft. Wenn es Fehler gibt, wenn man sieht, das läuft in ganz vielen Familien falsch, dann muss man darauf hinweisen und sagen, da ist ein Fehler, wir müssen was ändern. Wir müssen gemeinsam diese ganze Angelegenheit verbessern und angehen. Man muss darüber sprechen, man muss es publik machen und es darf nicht mehr sein, dass es im Verborgenen stattfindet, im stillen Kämmerlein. Keiner will was davon hören, keiner will was davon sehen und keiner will was davon mitbekommen. Es ist immer so ein bisschen versteckt und dann heißt es immer von den Bürgern, da wollen wir uns nicht einmischen. Aber es kann jeden treffen. Jeder kann davon betroffen sein, von heute auf morgen, der Kinder hat und der eine Familie hat. Und es gibt ganz viele Betroffene bei uns in ganz Deutschland. Es ist auch oftmals so, dass sich viele schämen. Natürlich schämt man sich, wenn man sowas hat. Ich verstehe alle Männer und ich verstehe alle Frauen, die da in die Resignation gehen und sagen, ich kann mich nicht mehr und ich schäme mich auch im Grunde genommen dafür, was mir passiert. Dafür habe ich mein vollstes Verständnis. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch darauf hinweisen und die Politiker ins Gespräch holen und die Verbesserung eben unbedingt immer wieder ansprechen, weil sie ganz, ganz wichtig ist für alle. Also ich glaube, nur wenn wir hier aktiv ins Gespräch gehen, auch mit Politikern und denen sagen, ihr müsst hier euch das mal anschauen. Ich glaube, auch wenn sich ein Politiker mal hier einen Fall anschauen würde, wie der jetzt bei uns war, wie der begonnen hat und wie der immer schlimmer wurde durch das Mitwirken von dem Jugendamt Rot, von dem Jugendamt Rosenheim und von Verfahrensbeiständen, die absolut nicht mal, also man bekommt ja nicht mal, man muss die zwar bezahlen, wenn man nach der Qualifikation fragt, kriegt man nicht mal eine Antwort. Dann fragt man beim Gericht nach, ja, Frau Richterin, warum haben Sie diese Verfahrensbeistände eingesetzt? Welche besondere Qualifikation hat die denn? Auch darauf bekomme ich keine Antwort. Also das ist so geheim, dass sie selbst nicht wissen, was sie tun. Von daher, also man kann das auch gar nicht ernst nehmen, weil man möchte hier, dass jemand gut ist, der qualifiziert ist, sich der Familie annimmt der Sache. Man hat auch Anspruch drauf auf besten Auswahl und nicht auf irgendjemanden, der es gar nicht kann. Und dann werden da seitenweise Stellungnahmen geschrieben und da wird irgendwas reingeschrieben. Es ist so, weil ich es sage, es wird nicht überprüft. Also das ist falsch und da sollten sich die Politiker auch mal Gedanken drüber machen und so ein Verfahren verfolgen. Die würden nur dastehen und mit dem Kopf schütteln. Und dass sowas möglich ist in Deutschland, wenn mir das jemand erzählt hätte vor 5 Jahren, ich hätte das nicht geglaubt. Nur wenn man selbst dabei ist und das erlebt, dann bekommt man mit, wie schlecht das läuft, wie fehlerbehaftet dieses System ist. Und wir müssen, es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, für alle künftigen Generationen, die das betrifft. Es ist wirklich unsere Aufgabe zu sagen, da ist was falsch, da läuft was falsch, ihr müsst es ändern und ihr müsst es verbessern. Und zwar auf Landesebene und auch auf Bundesebene.
Ja. Ich glaube, also mir ging es genauso. Vor 5 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass es möglich ist. Es ist auch vielen, wahrscheinlich auch Politikern, aber auch den meisten Bürgern nicht klar, dass dadurch, dass ja familiengerichtliche Verfahren hinter verschlossenen Türen stattfinden, wo man ja gemeinhin denkt, ja, das macht ja Sinn, da sollen die Kinder geschützt werden, es geht ja um Privates und so. Aber gleichzeitig wird ja immer anhand des Kindeswohls entschieden. Und du hörst dann am Anfang in diesen familiengerichtlichen Verfahren immer Kindeswohl, Kindeswohl. Und du denkst so, naja, was ist das? Aber die werden schon wissen, was es ist, ja. Und dann merkst du mit der Zeit, das interpretieren die so, wie es denen passt. Und die begründen das dann nicht. Meine Beschlüsse steht dann einfach drin, die Kinder XY sollen den Vater oder die Mutter nicht sehen, weil das für das Kindeswohl am besten ist. Und dann suchst du nach der Begründung, warum es denen am besten ist, aber es ist keine drin, weil das Kindeswohl ist dieses Zauberwort, das reicht für den Richter, ja. Und das ist diese völlige, wie ich es nenne, Kindeswohlwillkür der Familiengerichte, der auch du ausgesetzt bist. Und hast du Angst, dass du erpressbar bist mit deinen Kindern? Ist es so in diesem System? Das hat man ja. Ich glaube, das hat jeder Elternteil. Das ist man in der Tat auch. Ich sehe das auch so. Ich mache das ja jetzt seit 2,5 Jahren mit. Ich leide seit 2,5 Jahren. Meine Kinder leiden auch. Mein Großer sagt immer, er möchte bei mir leben, er möchte zu mir, er möchte nach Hause in seine Heimat, nach Mittelfranken. Er hat Briefe geschrieben, das wird einfach alles ignoriert. Und wenn man nachfragt mit dem sogenannten Kindeswohl, da haben die ja nicht mal eine Antwort drauf. Also bei uns ist hier eine da, die ist Bachelor Soziale Arbeit und die erzählt da irgendwas. Und wenn man genauer nachfragt und sagt, erläutern Sie das, erklären Sie das, begründen Sie das, kommt da keine Antwort. Es ist auch so gewesen, dass ein Anwalt von mir mal hingeschrieben hat, einige Fragen gestellt hat. Da bekommt man als Bürger, also wenn man Fragen stellt ans Jugendamt, keine Antwort in den Rosenheim. Und auch auf Erinnerung hin, da wird nicht mal reagiert. Das ist auch ein Verhalten gegenüber Bürgern, das geht einfach nicht. Da müsste man auch als Politiker sagen, da müssen wir jetzt mal hingucken, das kann man nach außen gar nicht mehr vertreten. Das ist einfach nicht vertretbar. Wie gehen wir mit Bürgern um? Wie behandeln wir Bürger? Was machen wir hier? Es gibt ja die sogenannte allgemeine Geschäftsordnung, da steht ja drin, dass den Bürgern stets freundlich und zugewandt gegenübergetreten werden muss von Seiten der Behörden. Behörden sehen sich ja heutzutage auch immer als Dienstleister. Ist auch so, die müssen auch für uns Bürger Dienste leisten und für uns Bürger arbeiten und da sein. Und wenn ich dann erlebe, dass ich ein Schreiben mache mit Fragen oder mein Anwalt und ich bekomme nicht mal eine Antwort, dann ist das eigentlich selbsterklärend. Und ich denke, das ist wahrscheinlich in ganz Deutschland. Also wir haben das jetzt beim Kreisjugendamt Rosenheim so. Es ist auch in Roth so, in Mittelfranken. Und ich höre das aber auch aus allen Bundesländern, auf allen Ebenen. Es ist immer Glückssache, an wen man kommt. Also wenn man Glück hat, kommt man an einen netten, normalen, sachlichen Mitarbeiter des allgemeinen Sozialdienstes. Und wenn man Pech hat, dann hat man eben einen, der geht unmöglich mit Bürgern um, der wird aber ständig gedeckt von seinen Vorgesetzten und da passiert nichts weiter. Das müssten auch das, darüber müssen auch die Kommunalpolitiker, die entsprechenden Landräte, die Bürgermeister, die Oberbürgermeister informiert werden. Das sind alles Dinge, die einfach nicht angemessen sind. Ich denke, du hast ja das Gleiche wahrscheinlich erlebt. Auch als Bürger, als Steuerzahler fühlt man sich ja dann nur noch komplett veräppelt. Ja, und ich glaube, die Landräte und Oberbürgermeister sind da die falschen Personen, weil die ja, denke ich mal, genau diejenigen sind, die ja dieses Raison verfolgen, dass eben Sozialabgaben gespart werden und die Kinder eben aufgeteilt werden zwischen Eltern. Die Landräte und Oberbürgermeister sind ja diejenigen, die die Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung eben leiten. Die werden da nichts machen, um das zu ändern. Und diese Machtposition, die die Jugendämter haben und ja erst recht die Richter, die können quasi qua Amt sagen, was das Kindeswohl ist, aber es ist ein frei interpretierbarer Begriff. Und wenn du dann so argumentierst, dass du sagst, na ja, aber laut Grundgesetz ist ja die Gleichberechtigung
das, was da drin steht, ja, und Kinder sollen ja auch in Gleichberechtigung erzogen werden, damit sie erleben, was Gleichberechtigung denn heißt, ja. Und wenn das aber vom Staat an verhindert wird, aus wahrscheinlich monetären Gründen, dann ist das Grundrecht eine reine Farce, auch für die Kinder. Wie sollen die denn später mal sagen, ja, ich finde, das Grundgesetz ist eine tolle Sache, wenn sie doch erlebt haben, wie genau der Staat ihnen einen Elternteil willkürlich genommen hat? Also wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern auf europäischer Ebene oder auch nicht europäischer Ebene, muss man feststellen, dass es in anderen Ländern besser abläuft. Beispielsweise in skandinavischen Ländern läuft es besser. Es läuft sogar in Australien viel besser. Es ist in Frankreich besser. Überall wird besser mit Kindern und mit Eltern umgegangen als in Deutschland. Das ist ziemlich schade und da sind wir absolut rückständig. Und die vermeintlichen Verbesserungen damals, die sind nicht eingetreten, die man sich erhofft hat. Andere Länder gehen besser mit Kindern und Eltern um. Und da ist Deutschland total, glaube ich, Schlusslicht momentan, sehr weit hinten. Und die Politiker müssten sich eigentlich da ein Beispiel nehmen an anderen Ländern, die es gut umsetzen können, dass man Eltern nicht fertig macht, schlecht macht, sozusagen disst oder basht. Weil das findet ja ganz oft statt. Also man hat den Eindruck, wenn ich mir viele Stellungnahmen mal anschaue von diversen Jugendamtsmitarbeitern ans Gericht, dass ein Elternteil immer gebasht werden soll. Und ich weiß nicht, das ist ja absolut rückständig, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Auch da müssen sich die Politiker an die Nase fassen. Das ist nicht angemessen, das ist nicht angebracht, das ist unsachlich und es ist nicht zeitgemäß. Wir leben da quasi sozusagen wie im Mittelalter. Und ich glaube, die Politiker müsste das interessieren. Interessant ist es, dass ich, wenn ich Politiker darauf anspreche, die sind sich manchmal dessen gar nicht bewusst. Die wissen eigentlich gar nicht genau, also die haben sich so richtig gedanklich mit der ganzen Materie zu wenig befasst. Und wenn man das genauer anspricht und ihnen mehr erzählt und erläutert, dann bekommt man ganz schnell mit, dass die nicht drin sind und dass die nach Möglichkeit immer versucht haben, das abzuschieben auf ihre Mitarbeiter beim ASD, beim sozialen Dienst, der Sozialpädagogik studiert hat. Es ist aber auch eine politische Sache. Politiker können das nicht abschieben, wie mit Bürgern, Eltern und Kindern umgegangen wird. Und darauf müssen wir auch die Politiker hinweisen. Und vielen habe ich gemerkt, in den Gesprächen war es nicht bewusst. Die waren sich überhaupt nicht bewusst, welchen Schaden richtet da eine Mitarbeiterin an im Kreisjugendamt Rosenheim oder im Kreisjugendamt Roth. Und wenn die das, glaube ich, eher gewusst hätten, hätten die da vielleicht mal eher hingesehen. Nur bislang hatten die ein bisschen ein bisschen Berührungsängste sozusagen, könnte man das mutmaßen, und wollten damit nichts zu tun haben und wollten sich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wenn man, die Familiensachen sind ja was, wo dann viele sagen, das ist zu kompliziert, da ist ja noch Psychologie und so, da mache ich lieber nichts. Und das Jugendamt kann sich ja immer rausreden und sagen, ja, aber das Gericht hat es doch dann so beschlossen. Das heißt, Die sind dann raus, die Jugendämter. Also das Gericht ist dann halt so die letzte Instanz, die dann noch, ich sag mal, diesen Frevel an den Kindern aus monetären Gründen noch legalisiert. Mhm. Und ich glaube, du hast noch nicht gesagt, an welchem Gericht ihr eigentlich seid. Wir waren in Schwabach. Also zunächst in Schwabach und jetzt, weil die Kinder in Oberbayern leben, sind wir in Rosenheim. Und das ist nicht schön, was da passiert und was da abläuft. Wir haben da eine Richterin, das ist unsere gesetzliche Richterin. Das hat man schon in der ersten Verhandlung gemerkt, weil damals Schwabach, diese Richterin Frau Thiermann,
sich sozusagen sogenannt für den Vater entschieden hat. Und gegen mich hat dann die in Rosenheim, die Richterin, die Frau Herrmann, sozusagen die Meinung, sie macht es so weiter und führt es fort und versucht immer den Vater zu bevorzugen. Also der kriegt alle Vorteile und alle Kutzis ab. Und ich habe immer die Nachteile, darf die Kosten tragen und habe immer das Nachsehen und werde dann immer ein bisschen so hingestellt, ich soll sozusagen immer der Verlierer sein. Im Grunde ist derjenige, der am meisten verliert, eigentlich sind es die Kinder und beide Eltern durch dieses System. Und leider ist man dann eben einem einzigen Richter erstmal ausgeliefert. Es gibt ja nicht mehrere, die da entscheiden. Und ich finde, auch das ist ein Fehler. Man kann nicht über Menschenleben, über Familien, über Kinder, über den Aufenthalt durch nur eine Person entscheiden lassen. Weil jeder von uns, der zu Gericht geht und da wird über sein Leben, seine Kinder, seine Familie entschieden, ist ja noch nicht mal sicher, was ist gerade mit dem Richter, mit der Richterin los. Hat er jetzt momentan eine private Lebenskrise? Befindet er sich in Trennung und Scheidung? Was hat der gerade erlebt? Ist der überhaupt momentan gesund und dienstfähig? Ist er momentan in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen? Wie kann das eine einzige Person alleine machen? Und wir alle bekommen kein Gutachten vorgelegt, ob der Richter gerade gesund ist, ob er in der Lage ist, darüber zu entscheiden, solch komplexe familiäre Systeme zu beurteilen. Kann ein Richter das wirklich? Oder ist er momentan vielleicht überhaupt überlastet? Hat er eine Arbeitsüberlastung? Möchte er nur schnell irgendwas machen, damit er die Sache los ist? Auch in vielen Beschlüssen lese ich das auch raus. Ich habe den Eindruck, dass viele Richter sozusagen in einer Arbeitsüberlastung sind und schnell irgendwas entscheiden, damit es weg ist vom Tisch. Die Frage ist ja auch, was hat so ein Richter selbst in der Kindheit erlebt? Ja? Warum ist dieser Richter so, dass er denkt, es ist okay, dem Elternteil die Kinder wegzunehmen und den Kindern einen Elternteil wegzunehmen? Das allein ist ja eigentlich, würde ich sagen, schon eine psychische Krankheit, dass man denkt, das ist okay, ja, wenn es eigentlich gar keine Gründe dafür gibt, sondern das Jugendamt nur irgendwelche Lügen präsentiert und man sagt eine Richterin, okay, machen wir so. Schon allein das weist ja darauf hin, dass diese Person irgendeine psychische Disposition hat, die nicht normal ist. Also man hat den Eindruck, am Familiengericht ist es so, derjenige, der am besten und am meisten lügt, ist dann der vermeintliche Gewinner. Grundlage staatlicher Entscheidungen muss aber immer die Wahrheit sein, die Objektivität und die Sachlichkeit. Und es kann nicht sein, dass Grundlage staatlicher Entscheidungen unwahre Tatsachenbehauptungen sind oder einfach Gerüchte oder Gehörtes, Gesagtes und Behauptetes vom anderen Elternteil. Wenn jeder irgendwas behaupten kann über jemand anders und es wird dann in einem Gerichtsbeschluss auch noch quasi mit erfasst und mit reingeschrieben, ja, wo kommen wir denn dahin? Also wenn das so weitergeht, diese so eine Art Verleumdung, so eine Unsachlichkeit, wo hört denn das auf? Also wir haben es jetzt im Familienrecht, nur die Frage ist, wo geht's weiter? Wird es dann auch bald am Strafgericht so sein, dass man ohne Beweise sagt, der ist der Mörder und weil jemand anders, jemand Drittes das gesagt hat, der Nachbar hat es vielleicht über ihn gesagt oder die Erzieherin im Kindergarten könnte das gesagt haben, obwohl das ja auch nicht belegt wird, dann treffen wir jetzt eine Entscheidung. Also das geht so nicht. Bei uns war es ja auch so gewesen, dass die Jugendamtsmitarbeiterin in Rosenheim beim Kreisjugendamt angeblich mit Dritten telefoniert hat, die dann angeblich irgendwas gesagt haben. Diese Dritten wurden dann alle angeschrieben, von mir oder von meinen Beauftragten und diese Dritten haben dann das nicht bestätigt. Die haben gesagt, das haben wir so nicht gesagt. Wir haben das so nie geäußert und wir haben das so nie gesagt. Diese Beweise hatte ich alle schriftlich, habe ich alle vorgetragen, habe der Richterin Herrmann gesagt, also gut, die Frau Rabe vom Kreisjugendamt Rosenheim hat behauptet, derjenige hätte dies und das gesagt. Ich habe hier jetzt vier Belege, vier Beweise, dass dem nicht so ist.
Das ändert aber nichts. Die Richterin macht einfach so weiter. Die nimmt das, was die Jugendamtsmitarbeiterin dann einfach behauptet, als wahr hin. Und auch wenn man harte Beweise vorbringt, dass es nicht stimmt, wird es so fortgesetzt. Und das also kann hat die nicht das dann, einer staatlichen Entscheidung sein. Das geht nicht. Hat die Richterin Herrmann also die Aussagen dieser Jugendamtsmitarbeiterin im Beschluss als Grund genommen für die Anordnungen? Ja. Ja. Obwohl du gegenteilige, du hast ja Beweise vorgelegt, die vom Jugendamt hatte ja keine Beweise. Die konnte nicht sagen, doch, hier habe ich die Aufnahmen oder die Protokolle oder sonst was. Okay. Ich habe Beweise gesammelt, ich habe Beweise vorgelegt. Ich habe, also erstmal muss man ja erfahren, was einem denn eigentlich unterstellt wird, was einem vorgeworfen wird oder was jemand behauptet. Das war dann sehr dünn. Dann hieß es auf einmal, naja, ein Vierter habe dies angeblich am Telefon gesagt. Und auf Nachfrage bei den Dritten und Vierten haben die alle schriftlich bestätigt, das ist nicht so gewesen, das können sie nicht bestätigen. Sie haben sich in dieser Sache nicht geäußert oder anders geäußert, wie die Frau Rabe das gehört haben will und bei Gericht vorträgt. Aber leider hat die Richterin am Anfang sich festgelegt auf eine Schiene, und das möchte sie jetzt so fortsetzen. Und sie geht nicht auf die eingebrachten Beweise ein. Und das ist natürlich schrecklich. Und das kann nicht die Grundlage einer staatlichen Entscheidung sein. Jeder von uns hat das Recht darauf, dass eine staatliche Entscheidung sachlich beurteilt wird, dass es der Wahrheit angemessen beurteilt wird und nicht, dass irgendjemand ein Gerücht oder eine Behauptung in die Welt setzt. Das geht nicht. Und da muss viel gearbeitet werden bei unserem Familienrecht in ganz Deutschland. Also ich denke, es ist bei dir auch so, das ist von Stralsund bis nach Kiefersfelden. Wir haben überall die gleiche Problematik. Wir haben Familienrichter, die alleine sind, die fühlen sich, glaube ich, alleine gelassen, trauen sich eine Entscheidung nicht zu, haben Angst, was zu entscheiden, was falsch zu machen und ruhen sich einzig und allein auf dem Jugendamt aus oder auf einer einzigen Jugendamtsmitarbeiterin oder Mitarbeiter, der soziale Arbeit oder Sozialpädagogik studiert hat. Und die Richter sind, glaube ich, überfordert mit den Entscheidungen und möchten da quasi, dass andere für sie entscheiden und sich darauf dann ausruhen. Und da wird es immer. Ich denke, es ist, was ist, man sagt auch immer, die Jugendämter seien überfordert. Deshalb passieren da so Unglücksfälle, dass Kinder sterben und so. Ja, und wenn die Jugendämter mehr Personal hätten, dann würde sowas nichts passieren. Ja, und dann kriegen sie mehr Personal und dann passiert es wieder und kriegen sie noch mehr Personal. Und genau, die Richter, wenn irgendwas geschieht, sagen dann auch, wir sind überfordert. Ich denke eher, es steckt da eine Absicht dahinter. Weil wenn Richter wie in deinem Fall, auch in meinem Fall, ganz bewusst Lügen heranziehen, um Anordnungen zu treffen, die Kindern an Eltern teilzunehmen, hat es nichts mehr mit Überforderung zu tun, sondern steckt dahinter ein staatliches Interesse, dass genauso agiert wird. Vielleicht merken das die Richter gar nicht mehr, weil die machen das, die fangen damit an. Die machen das in einem Fall, dann machen sie es in 100 Fällen, dann in 1000 Fällen. Vielleicht machen die sich gar keine Gedanken mehr drüber oder merken das gar nicht mehr. Also bei den Jugendämtern ist es so, da wird ziemlich viel Geld auch, finde ich, ausgegeben oder herausgeworfen. Für mich als Steuerzahler, also ich betrachte das jetzt nur mal als Steuerzahler und als Elternteil so. Ich zum Beispiel wollte nie und brauchte es nicht, und ich denke, du auch nicht, dass ein Sozialpädagoge von einem Jugendamt, von der Stadtverwaltung oder von der Kreisverwaltung in unseren Gerichtsverhandlungen sitzt. Also wir haben zum Beispiel eine Verhandlung, da geht es um Kur. Also ich wollte auf Kur gehen. Da kamen tatsächlich zwei Mitarbeiter des Jugendamtes Rot und waren da also stundenlang gesessen, haben sich also in der nicht öffentlichen Verhandlung aufgehalten, haben da mitgehört, obwohl sie das eigentlich gar nicht durften, haben ihren Senf abgegeben und so wird unser Steuergeld verbraten. Das war überhaupt nicht notwendig. Warum müssen zwei Leute wegen einem Kurantrag da sitzen? Das geht nicht. Und ich glaube, es wird immer von denen falsch dargestellt. Die haben nicht zu wenig Personal. Die wissen nur nicht, was ist wichtig, wo gehören sie hin und wo gehören sie nicht hin. Aber der Kurantrag
Wer hätte denn, hätte da, wäre der bezuschusst worden vom Kreis, wenn, also hätte der Kreis Ausgaben gehabt, wenn die Kur bewilligt worden wäre? Nein, das nicht. Es war damals so, ich hatte das gemeinsame Sorgerecht mit dem Vater und der kleine Sohn. Damals waren die Kinder getrennt. Das war auch ein unsagbares Angelegenheit. Aber ich kann gar nicht in unserem Fall alles sagen, weil da ist ja so viel schiefgelaufen. Das kann man ja in einer Kürze gar nicht jemandem vermitteln, was bei uns passiert ist. Da war mein kleiner Sohn bei mir gewesen und ich wollte auf Kur gehen und habe das dem Vater mitgeteilt und er war dagegen. Ich wollte 3 Wochen auf Kur gehen. Das dürfen eigentlich viele Elternteile, ich durfte es dann nicht. Und das Jugendamt Roth hat dann also in der Tat gesagt, ich solle doch nicht auf Kur gehen. Also es wäre ja ein Unding, dass ich hier auf Kur gehe und so weiter. Und also die haben sich da gar nicht einzumischen, weil wenn ein Arzt mir bescheinigt, ich soll mal auf Kur gehen und das wäre gut für mich und fürs Kind, was haben die da mitzureden? Gar nicht. Und so wird unser Geld verprasst und so wird es rausgehauen. Und die sitzen da stundenlang in den Gerichtsverhandlungen, haben eigentlich nichts zu sagen, geht die auch nichts an, die wollen aber immer mitmischen. Und ich habe dann sogar gesagt, naja, der Umgang findet ganz normal statt, also am Wochenende, das hat jetzt gar keinen Einfluss auf den Umgang oder auf sonst was, diese Kur. Aber nein, damals hatte ich auch einen Anwalt, der hätte einschreiten müssen, das muss man auch dazu sagen, der hätte sagen müssen, also jetzt reicht's, die haben da nichts zu sagen und die müssen da raus. Es ist eben, viele Anwälte sind da auch sehr eingeschüchtert, weil sie Angst haben, dass sie sich mit dem Richter dann nicht mehr so gut verstehen, wenn sie zum Beispiel zusammen auf Sommerfest gehen oder zusammen grillen oder dass sie künftig, das hört man ja auch oft von Anwälten, ja, wenn ich jetzt mich mit dem Richter ein bisschen verstreite, dann könnte ich vielleicht künftig immer alle Verfahren verlieren. Also sowas wurde mir da gesagt. Also ich darf jetzt nichts dagegen die Richterin sagen, weil sonst wird die mich künftig immer verlieren lassen. Fragt man sich auch, vielleicht haben die auch schon was in der Berufswahl falsch gemacht. Weil wenn man sich nicht einsetzen möchte, juristisch und fürs Gesetz, dann sollte man vielleicht auch kein Anwalt werden. Im Übrigen ist es auch bei Richtern so. Also wenn man nichts entscheiden möchte, wenn man nichts beschließen möchte, dann muss man sich auch fragen, warum sind manche dann eigentlich Richter geworden? Also vielleicht haben die sich in ihrer Berufswahl das gar nicht so richtig überlegt, was sie da eigentlich tun. Das sind ja alles Anzeichen, dass es sich beim Familiengericht um ein rein willkürliches System handelt, weil nur in einem willkürlichen System schaut jeder, wo er bleibt. Ja? Da schaut der Anwalt, wo er bleibt, dass es sich nicht mit dem Richter verscherzt. Ja. Die Richter, die machen halt das, was das Justizministerium will von denen. Ja? Die wissen ja, was die Politik ist von denen, ist ja bekannt, sind ja Parteien, die öffentlich agieren. Ja. Mhm. Und die Jugendämter machen das, was Landräte oder Oberbürgermeister erwarten, ja, was vom Budget her drin ist an Sozialabgaben oder nicht. Und da ist halt das Modell, das Residenzmodell, da kann der Kreis oder die Stadt, kann dann da halt Kosten sparen. Und das ist ein rein willkürliches System, deshalb verhalten sich da alle so. Und das war ja für mich auch der Grund, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich habe gesehen, Moment, du machst hier was, es ist denen völlig egal. Du machst da was, es ist denen völlig egal. Dann habe ich mir auch so vom den Fall Mollat mal genauer angeschaut, den Fall Kachelmann und so weiter. Und der Mollat, der ist ja da 6 Jahre in der Psychiatrie gewesen und hat sich dann gesagt, okay, das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist die Öffentlichkeit. Ja. Er ist quasi nach 6 Jahren Psychiatrie in die Öffentlichkeit gegangen. Und wir sehen ja, was daraus geworden ist. Er hat einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte offengelegt. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das nicht erst nach 6 Jahren Willkür und Unterdrückung und Unrecht am Familiengericht, sondern ich mache das jetzt. Ich fange jetzt an, damit ich nicht erst am Ende sozusagen auf die komme, sondern ich mache es viel früher. Ja, sozusagen könnte man auch sagen, dass wir es ja eigentlich auch den anderen Familien und Eltern schuldig sind. Und man könnte auch sagen, wir sind es auch den Kindern natürlich schuldig, dass wir das ansprechen, darauf hinweisen, das öffentlich machen und dass wir uns wünschen und daran arbeiten und dafür eintreten, dass hier was geändert wird.
Wir sind es den Bürgern auch schuldig. Die Bürger müssen auch wissen, wofür werden die Steuergelder eingesetzt und was für ein Unglück wird da ausgelöst vom Staat. Und wie du schon sagst, der Fall Mollat kam in die Öffentlichkeit und auch Kachelmann ist ähnlich. Also da wird auch einfach mit Lügen gearbeitet, mit unwahren Tatsachenbehauptungen. Und so kommt man dann in den Teufelskreislauf rein. Und das betrifft ganz viele Familien. Und wir sind es eigentlich allen, also wir sind es eigentlich der Gesellschaft verpflichtet und wir sind es der Gesellschaft schuldig, dass wir sagen, das läuft schief, das ist verkehrt, wir müssen was ändern, wir müssen daran arbeiten. Und das, da muss jeder hingucken. Und ich glaube, vom Rentner bis zur Verkäuferin, jeder muss sich das ein bisschen genauer anschauen. Es hätte, wenn der Herr Mollat nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre, auch niemand davon erfahren. Und es war auch gut so, dass er darauf hingewiesen hat und dass es aufgedeckt wurde. Und genauso geht es uns ja. Wir sind betroffen, können uns gar nicht selber mehr wehren oder uns helfen und haben ja jetzt nur das Sprachrohr, das Wort und müssen auch an die Politik immer wieder appellieren. Und ich denke auch, wenn ich ins Gespräch komme mit Politikern, viele sind sich dessen wirklich gar nicht so bewusst. Die denken zu wenig drüber nach und die denken zu wenig daran. Und ich finde es ganz wichtig, was du magst, Sandro. Ich finde deine Arbeit wichtig. Es ist wichtig, die Bevölkerung zu informieren. Es ist wichtig, das den Leuten zu sagen. Und es ist wirklich so, in der Tat, ich hätte, dass wenn dann jemand erzählt und man hat es noch nie selbst erlebt, dann kann man das nicht glauben. Und nur Betroffene verstehen das und können das alles nachvollziehen. Ich kann auch alle Interviewpartner, die du hattest, absolut verstehen und verstehe auch, was die meinen und was die sagen. Und wir sind es unseren Kindern schuldig und wir sind es den anderen Eltern schuldig und den Familien. Wir müssen es tun, weil es kann so nicht weitergehen. Da muss was passieren und da muss was geändert werden. Jessica, das würde ich jetzt gerne als Schlusswort nehmen und danke dir ganz herzlich, dass du den Mut hast, als Beamtin dies alles öffentlich anzusprechen und, wie du es gerade gesagt hast, zu helfen, dass sich was verändert, indem wir das in die Öffentlichkeit tragen. Ja. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du hier im Interview warst. Ja, danke schön, Sandro. Vielen Dank. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.